Ja, und schon geht es weiter mit der offiziellen Pressekonferenz. Ich begrüße den Gästetrainer Timo Wenzel und unseren Trainer Christian Rotasch. Also Glückwunsch zum Sieg. Wie üblich zunächst die Statements beim Trainer und dann die Fragen der Presse. Ja, erstmal Christian und den VfR allen herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Das zweite gilt an die Fans, die gestern und auch heute Morgen den Platz in einem perfekten Zustand hingebracht haben. Wurde ja von euch schon mal erwähnt. Wir waren unheimlich dankbar, dass wir spielen konnten und dass wir spielen durften. Also da nochmal an die Fans und an die ganzen Verantwortlichen vom VfR allen. Das war wirklich sensationell. Deswegen gilt nochmal ein Applaus an die Herrschaften, die da heute. Ja, zum Spiel, wenn man 4-0 verliert, dann ist es sehr, sehr bitter. Ich habe heute zwei unterschiedliche Mannschaften gesehen, was meine Mannschaft anbelangt, was am Mittwoch war im Pokalfight. Und heute, wir haben fast mit der gleichen identischen Mannschaft gespielt, deswegen sind wir sehr, sehr enttäuscht. Wir sind sehr frustriert, dass wir heute so ein Spiel abgeliefert haben. Ich bin selber manchmal immer wieder erstaunt, dass man innerhalb von 3 Tagen 2 unterschiedliche Leistungen bringen kann. Wir haben alles vermissen lassen, unser läuferisches, was wir nicht heute an den Tag gebracht haben, genauso wie auch das Kämpferische. Und da haben uns allen einfach den Schneid abgekauft von der ersten Minute an. Und deswegen, wenn man das 1-0 sieht, Querpass, Boom 1-0, dann haben wir die Chance zum 1-1. War eine gute Flanke in der zweiten Halbzeit durch Ruhl, wo wir einfach den Kopfball nicht machen. Dann bekommen wir das 2-0. Jeder hat es gesehen, eine Unstimmigkeit zwischen unserem Torwart und dem Verteidiger. Dann 3-0 Sonntagsschuss, 4-0 Standardsituation und dann stehst du hier, verlierst 4-0 und packst wieder deine Sachen und fährst hier schon rein. Deswegen, wir müssen den Mund abputzen, Christian, euch alles Gute. Ich komme nicht weit weg von dir, deswegen müsst ihr in der Liga bleiben. Deswegen wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Dankeschön. In die Runde. Ich möchte mich den Anfangsworten von Timo anschließen und möchte mich auch im Namen der Mannschaft auch für die ganzen Helfer bedanken, die das ermöglicht haben mit einer Sensationsarbeit, dass wir heute spielen durften. Auch von unserer Seite aus ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für die Glückwünsche, Timo. Wie der Timo schon erwähnt hat, wir wussten, dass wir auf einen sehr, sehr spielstarken Gegner treffen, die über die Jahre wir schon eine Top-Mannschaft in der Liga ist. Und wir wollten halt mit Leidenschaft, mit Einsatzbereitschaft, das, was die Fans uns heute ermöglicht haben, dass wir spielen durften, wollten wir zurückzahlen. Ja, und gehen natürlich durch ein Tor von Leon in Führung, was uns dann in Karten gespielt hat. Und hat dann, wie der Timo schon erwähnt hat, in der ersten Halbzeit eine Chance zugelassen, der Pakt dann auch hält. Und ging dann halt, Unstimmigkeit, ich kann es nennen, dass der Buxi da Mentalität hat, den Ball da nachzugehen, das Tor dann unbedingt machen zu wollen, hat der Junge sich dann verdient, wie er sich dann Woche für Woche da ins Training reinbeißt, letzte Woche auch in Frankfurt einen guten Einsatz gezeigt hat. Und das dritte Tor, wir brauchen nicht drüber sprechen, Leon Christian natürlich sensationell, das ist ein Sonntagsschuss, aber wenn man nicht schießt, genau nicht reingeht. Ja, vierte Tor, durch eine einstudierte Standardsituation, macht der Kino dann gut rein, aber das sind die Abläufe, die die Jungs dann auch in den Köpfen haben und das dann auch ausgespielt haben und dann auch mal belohnt worden sind. Im Großen und Ganzen freut es mich für die Mannschaft, dass sich endlich mal nach Wochen belohnt haben für den ganzen Aufwand, den wir betreiben und wie wir auch dann teilweise Fußball gespielt haben, außer die ersten 3 Minuten von krassen Großlauf rauskommen, dass wir uns endlich mal mit einem Dreier belohnt haben. Das Positive ist auch noch weiterhin, dass wir jetzt das zweite Spiel zu 0 gespielt haben. Ja, das muss so weiterhin bleiben und wir hoffen, dass wir Selbstvertrauen
Und ja, selbstverständlich dann auch das nächste Spiel bei gegen Elversberg. Und jetzt geht es einfach mal, sich heute darüber zu freuen. Und dann brauchen wir eine Konzentration auf Elversberg. Timo und seine Mannschaft sind schon eine gute Heimfahrt. Alles Gute weiterhin für die Zukunft und Ihnen noch ein schönes Wochenende. Danke. Ja, vielen Dank an die beiden Trainer und auch vielen Dank, da kann ich mich nur anschließen an die Helfer, die heute Morgen bzw. gestern Nacht den Rasen freigemacht haben, dass das Ganze überhaupt stattfinden konnte und jetzt, wie vorher gesagt, die Fragen pressen. Ja, Christian, vielleicht an dich die Frage, 9 Spiele sieglos, jetzt der erste Sieg in neuer Funktion, was macht es mit dir selbst, jetzt endlich auch mal als Sieger hier stehen zu können und zu sitzen und zu erklären, dass er endlich mal funktioniert, was hat sich so ausgemacht? Ja, ist natürlich ein schönes Gefühl, jetzt nach, ich glaube, 4 Monaten mit den ersten 3 wieder einzufahren. Hätte mir auch gewünscht, dass es schon eher geklappt hat, wo die Mannschaft sich auch verdient hat. Und von daher freuen wir uns da wirklich sehr über die 3 Punkte. Das war jetzt auf jeden Fall nochmal ein Schritt nach vorne, nach unten hin. Und ja, wir freuen uns heute und morgen vielleicht noch. Und dann geht es am Montag dann ganz normale Vorbereitung auf Elversberg. Und weiterhin erfolgreich zu bleiben und die 0 Minuten zu halten. Also nach der 70. Minute hat ja eigentlich alles geklappt beim VfR. War das 2-0 schon gefühlt eine Entscheidung in den Köpfen? Also für euch und bei den Spielern noch? Ja, das ist immer ein gefährliches Ergebnis. Das Spiel geht nach 90 Minuten, das kann sich immer dann auch schnell drehen, aber ich muss sagen, ja, außer in der ersten Halbzeit die eine Chance oder in der zweiten Halbzeit, wo der frei zum Flanken kommt und im Zentrum der Gegenspieler, der Stürmer da frei steht, hatten wir das im Großen und Ganzen im Kollektiv gut im Griff gehabt. Ich meine, letztendlich können wir auch nicht gegen eine Top-Mannschaft alles verteidigen. Und aber vom Taktischen, von der Kompaktheit, von der Aggressivität, von der Leidenschaft, wie gesagt, die Jungs, die auch da reingekommen sind, haben da wirklich alles reingeworfen. Von daher großes Lob an die Mannschaft und da müssen wir weiter dranbleiben und ja, Spiel zu Spiel denken und die nächsten Punkte dann einfahren für den Gast. Wer wolltest du dich, Man of the Match oder zählt die Mannschaftsleistung? Die ganze Mannschaft. Ich meine, es gibt keinen Man of the Match. Wir haben natürlich mit seinen 2 Toren. Sticht uns vielleicht nicht raus, aber wir werden von der Nummer 1 bis zu den Jungs, die da auch reingekommen sind. Es gibt ein großes Lob an die gesamte Mannschaft. Rechnest du dir was gegen Elversberg aus? Ja klar, jedes Spiel geht bei 0 los und das ist jedes Spiel das Mögliche zu gewinnen und wir wollen auch wieder das Bestmögliche rausholen und wollen ja auch in Elversberg was mitnehmen, klar. Christian, es gab viel Kritik nach dem Spiel in Frankfurt, auch von Steffen Kiefer selbst. Eine Offensive, die wäre nicht so gut gewesen. Jetzt hat er sich halt selbst belohnt, hat auch wieder kämpferische Elberate Leistung gezeigt. Was glaubst du, macht es mit ihm jetzt, dass er endlich getroffen hat und generell auch in der ganzen Offensive? Ja, ich denke, ein Kilo, die letzten Wochen, wenn er weg ist, ist ein Leader-Team, der wird marschiert vorne weg und was er davon aufhört, weil sie sind jetzt schnell und es ist natürlich umso schöner für ihn, wenn er sich dann auch mit dem Tor belohnt. Aber ich glaube nicht nur für den Kilo kann es pushen, sondern für die gesamte Mannschaft. Jetzt nach dieser wunderbaren Durchstrecke mal ein Spiel gewonnen zu haben, das zweite Spiel wieder zu 0 gespielt zu haben. Und hoffen, dass es der Mannschaft noch gut gehen mag, dass wir jetzt im Selbstbewusstsein dann auch ein bisschen zu spüren werden. Herr Timo Wenzel, 4 Wechsel auf einen Schlag, Sie waren nicht zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Ja, ich kann jetzt ganz kurz sagen, ja, ich war nicht zufrieden. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen dann 9 Schwung reinbringen, aber das hat dann auch nicht funktioniert, aber nochmal, wenn es beim Stand von 1-0, wenn wir da den Kopfball, glaube ich, gut setzen, dann kann es vielleicht kippen, vielleicht, man weiß es nicht. Wir haben das Tor nicht gemacht und von daher, wenn
wenn wir gut spielen, dann sind alle gut. Wenn wir schlecht spielen, sind alle schlecht. Wenn es nicht zwei, drei, die gut spielen, das werde ich auch nie sagen. Wir verlieren als Mannschaft, wir gewinnen als Mannschaft und von daher haben wir heute leider verloren. Mag das Pokalspiel noch in den Knochen zu spielen? Nein. Also das solche Ausreden. Die gibt es im Fußball nicht. Es gibt Leute, die im Jahr 60 Spiele machen. Und wenn man dann mal zwei Wochen eine englische Woche hat, dann ist das. Wir waren fit, wir waren gut, wir haben uns gut regeneriert und von daher. Es gibt so Tage, wo gar nichts geht, es war heute so ein Tag und von daher Mund abputzen, obwohl es sehr, sehr schwer fällt, aber Mund abputzen, das geht weiter. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt von der Presse, vielen Dank an die beiden Trainer, an die Presse, euch einen guten Nachhauseweg, euch eine schöne Trainingswoche und Ihnen allen eine gute Woche und wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag in Offenbach. Bleiben Sie gesund, bis bald. Dankeschön.